Apropos, dann können wir mal gucken. So, ach hier, das ist dieses Teleskopding, ne? Achso, nee, das ist die Säule. Hä, wo ist denn dieses Teleskopding? Wir werden das wieder finden. So, ich habe natürlich nichts, um das jetzt zu bauen, aber ist das eigentlich auch egal. Das machen wir dann halt später. Wir brauchen eh Eisen. Das kann ich jetzt eigentlich mal schnell holen. Wenn ich hier gerade noch so am Rumfliegen bin, so elegant wie immer. Natürlich, elegant, pure Eleganz. Liegt kein Eisen dabei? Nee. Schnell alles so ein bisschen mal wieder hier so eine Metallladung Eisen mitnehmen. Naja, geht ja relativ flott zum Glück. Und dann ich glaube, hier liegt ein Stück. Ja, würde ich gerade sagen, ne? Und da liegt auch noch eins. Jedes kleine bisschen zählt. Naja, diese kleinen Krümel, die sich immer verstecken, ne? Die nicht mitwollen. Sagt nur, nein, lass mich hier, ich will nicht. Ich bleibe hier. Und ich denke mir so, hey, ich rette dich doch vor den doofen Steinen. Ich meine, fies, das sind nur Steine, die können gar nichts Besonderes. Die sind einfach nur eifersüchtig und neidisch, wollen ja was Böses tun. Aber das sieht das Eisen irgendwie ein bisschen anders. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen weniger, ne? Ja, es wird, aber hier ist zum Glück noch was da drunter. Echt ein Vorteil. Aber da brauche ich noch einiges, wenn ich das hier gerade sehe. Alter Schwede. So. Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal dieses Medieval Engineers reinziehe. Ist ja auch von dem Entwickler und Spielmechanik ist halt bis auf, das ist halt das eine Cypher, das andere Mittelalter ist ähnlich. Also so von vielen Sachen her. Allerdings habe ich Panik, dass mir das dann auch gefällt und ich das dann auch suchte. Und ich suchte momentan schon das Spiel hier ganz schön extrem. Ich habe eigentlich keine Zeit für noch ein Spiel dieser Güte. Das würde mir sämtliche Zeit, die zur Verfügung steht, komplett rauben. So, wunderbar, sehr schön. Nochmal hier so ein Krümelchen. Ich glaube, wir haben 3900. Es lässt sich ein bisschen schwer lesen da unten. Ich finde es sehr schade, dass man da diese Krise gewählt hat. Ich glaube, 3939 haben wir. Ha, Mensch, wenn das mal kein Zeichen ist. Das müsste eigentlich auch genügen, oder? So. Lass hier mal das Eisen machen. Das Magnesium, denke ich, sollte für die Produktion. Ah, locker. Guck dir das an hier. So, noch erstmal Eisen schön. Wunderbärchenhaft. Und als nächstes sollte dann gleich mal ein paar Stahlplatten machen. Wir sehen, da vorne gibt es einige schöne Sachen. Brauchen wir aber nicht. Wir lassen die noch mal ein bisschen was davon machen. Genau. Weil ich hätte gerne, dass er davon jetzt ein paar macht. Ah, nur so ein paar, dass ich zumindest die Geschütztürme anfangen kann. Das fände ich sehr gut. Jetzt gucken, was brauchen wir. Herstellungskomponenten, interne Panzerung, okay. Interne Panzerung, wahrscheinlich Computer und Motor. Ich nehme mal hier so, sagen wir 60 mit. So, was noch? Stahlrohr groß und klein. Ah, da werden wir noch ein paar mehr brauchen. Nehmen wir alles mit. Jetzt glaube ich, Computer habe ich nicht gesehen, oder? Computer ja nur ganz wenig, 5 Stück. Das heißt, er kann. Hiervon war auch nur 5 Stück, glaube ich. Wenn ich dann da, dann brauche ich 20 weniger. So, das bringt mir auch schon mal ein bisschen Gewicht. Und auf jeden Fall kleine Stahlrohre haben wir gesehen. Ja, da brauchen wir auch ein paar. Ja, da brauchen wir ein paar. Komm, die gehen auch relativ zügig. Machen wir mal 20 Stück. So, auf der sicheren Seite. So, dann lassen wir hier schnell hinsetzen, dann passt das auch. Genau, so, wunderbärchenhaft. Wir sehen, ich hatte die in grün gemacht, oder? Hatte ich die in, ich hatte die in grün gemacht. Welche wunderbare andere Farbe hätte es denn sonst sein sollen, außer grün? So, genau, wir hatten ja gesagt, jetzt machen wir hier vorne nochmal einen dran. Na, genau so.
Und dann kommt hier entsprechend ein bisschen höher das Ganze. Genau, der kommt hier hin. Hier hin. Und das dann hier entsprechend. Ja, das heißt, ich muss erstmal hier kurz das kurz verschweißen. Wo wir dann sehen, dass wir gar nicht genug Stahlplatten haben. Na, tolle Wurst. Klar, und das haben wir schon erledigt. Ja, ist aufwendig, ne? Ja, ja, doch, doch, doch. Dieses Spiel ist schon ein bisschen aufwendiger. Genau. So, wo habe ich das jetzt hier dran geknallt? Kurz gucken. So, wir haben hier den anderen Geschützturm und der ist dann da vorne. Da vorne direkt auf der Ecke. Ah, gut, okay. Direkt auf der Ecke. Okay, dann hätte ich den ja doch schon gleich bauen können. Weil dann ist nämlich eigentlich die Station auch schon zumindest ringsherum fast sicher. Gut, Herstellungskomponenten sehen wir da. Da haben wir ein bisschen wenig von. Das ist aber auch das Einzige, was fehlt. Ja. Einzige sind Herstellungskomponenten. Und zwar nicht zu knapp, wenn ich das mal so sagen darf. Puh. Aber die sind ätzend. Herstellungskomponenten sind echt ätzend. Die dauern eine ganze Weile und ich glaube, wir brauchen irgendwie so 20 für 1 oder 25 für 1. Das hieß ja, 100 Stück müssten eigentlich reichen. Und wieder Button-Smashing. Kann ich eigentlich gedrückt halten? Nee, passiert auch nichts. Ich habe noch nichts gefunden, wie das anders geht. So, damit ist er jetzt auch erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Wir setzen mal das mit der Munition ein bisschen weiter vorne hin. So, genau. Na, so, das andere kann das wieder weg. Das brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Da haben wir ja wunderbar das Ganze geschafft. Achso, halt. Was hat er hier? 13 Stück. Wir gucken mal. Wir gucken gleich mal. Ob wir damit vielleicht hier einen Geschützturm schon mal fertig kriegen. Vielleicht dann so einen kritischen Punkt oder sowas. Ja, hier, guck mal. Den haben wir schon fertig. Sehr schön. Und dann. Das sind so die Eckpunkte, ne? Ja, das ist. Wäre mir eigentlich ganz wichtig, dass wir es heute noch hinkriegen, diese Hunde anzustellen. So. Aber gut, ich möchte da eigentlich nicht zu viel. Also nicht zu viel erwarten. So nach dem Motto so, ja, oder mich unter Druck setzen. Das muss jetzt unbedingt. Wenn es halt nicht. Dann wird es halt nächstes Mal. Oder ich mache nochmal so ein kleines Special zwischendurch. So ein Sondervideo. Wo wir das dann halt nochmal fertig machen, mal testen. Denn genug zu tun ist hier allemal. Da könntest du eine ganze Woche immer ein Programm liefern. Denn. Ja, das wäre eigentlich auch was, ne? Müssen wir mal gucken, aber so ist es halt aktuell noch was Besonderes. Finde ich ganz schön. So, das ist jetzt auch fertig, okay. Dann haben wir da vorne halt die beiden Türme, die schon bewaffnet sind. Wollen einen nochmal auf 200 aufstocken werden. So, jetzt hier nur noch ein paar und dann haben wir es. Ich bin der Meinung, jetzt müsste eigentlich. Ja, genau. Jetzt wird er da schon genug haben. Das reicht. Dann ist das auch sehr schön. Alle Geschütztürme sind fertig. Sogar der da oben, der die Asteroiden abwehren soll. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser eine reicht. Wir werden bei der Landeplattform höchstwahrscheinlich noch ein paar installieren müssen. Weil dieser eine da oben. Wäre super gut, wenn er das schafft. Ich bezweifle es allerdings, wenn zu viele Asteroiden kommen. Ist auch die Sache, visiert er dann den richtigen an oder nicht? Wie macht er das? Ne? Das ist immer so eine Sache. Gut, achso, ich habe die Munition nicht dabei. Gut, dann müssen wir die mal schnell holen. So. Genau, er macht schon fleißig weiter. Sehr gut. Das heißt, wir packen das mal in unser Inventar, packen das wieder zurück und packen das jetzt zu uns. Und haben dann schon mal zwei komplett fertig. Genau. Ja, 200 Schuss, das müsste eigentlich erstmal eine ganze Weile reichen. Bin ich jetzt der Meinung. So. Dann machen wir erstmal den hier. Genau, ist auch schon mal so ein bisschen was. Das heißt, hier auf dieser Länge müsste es eigentlich reichen. Wir haben ja Gott sei Dank noch den dritten Turm da. Das heißt, für die lange Strecke, falls hier mehrere sind, weil es zu vermuten, dann es besteht die Möglichkeit, dass das relativ schnell erledigt ist, beziehungsweise hier an den kurzen Enden mit zwei Stück sieht das eigentlich auch sehr gut aus und auch extra so platziert, dass sie dann hier entsprechend sich das anschauen können,
Wenn dann da einer steht, nicht, dass der andere das irgendwie nicht erreichen kann. Was eventuell ein Problem sein könnte, wenn der dann da hinballert und vielleicht die ganze Zeit darauf denkt, könnte es sein, dass das kaputt geht. Aber gut, das nehmen wir ihm dann nicht krumm. Das muss man dann einfach so akzeptieren. So, ich setze jetzt nochmal diese Munition da rein. Dann hat er auch schon mal so knapp 100 Schuss. Beziehungsweise 110 sogar schon. Und dann ist das, glaube ich, schon mal so ganz in Ordnung. Habe ich jetzt eigentlich die Stahlplatten rausgenommen aus dem Inventar oder nicht? Nein, habe ich nicht. Das war gut. Das war sehr klug. Dann kann ich hier zum Beispiel das jetzt soweit schon mal machen. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, wir brauchen noch diese Fenster. Ne, die Fenster müssen noch sein. Sonst sieht das nicht so richtig dicht aus hier an der Stelle. Und wir müssen uns noch was einfallen lassen, wie wir das mit dem Auto machen, damit das auch wirklich wieder Energie bekommt. Schwierig. Ich könnte von der Decke was runterfahren lassen. Beziehungsweise hat er ja volle Energie und wenn wir draußen unterwegs sind, braucht er ja nicht viel. Das heißt, es müsste eigentlich reichen, wenn man draußen mit ihm unterwegs ist, dass er sich dann so entsprechend auflädt. Ansonsten müssen wir halt wirklich gucken, dass er vielleicht hier oben was drauf basteln. Dass er so ein Verbinder entsprechend. Dann hier so ein per Teleskoparm, so einen kleinen Verbinder, der dann damit halt Kontakt aufnimmt, der dann da runterfährt und dann den entsprechend mit Energie versorgt. Das geht. Der kann das dann einstellen, dass er die Energie dann halt praktisch aufsaugt. Da gibt es entsprechend Möglichkeiten. Könnte man auch hierüber steuern. Muss man Markierungen irgendwie machen, Blöcke rausnehmen, dass man genau sagt, okay, da muss dann der Reifen sein und der Reifen muss man ein bisschen arrangieren, bis das halt soweit richtig steht, damit man dann halt mit den festen voreingestellten Bewegungsschema da, das dann soweit richtig justieren kann. Schwierig. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Ich mach's mir hier zu. Wie viele Munition haben wir denn schon wieder? 33. Naja, das dauert halt noch so ein bisschen. Lassen wir ihn ein bisschen rödeln. Können wir schauen, ob wir vielleicht... Ja, wir haben Panzerglas und wir haben, glaube ich, sogar Träger. Träger. Oder zwei Stück. Das reicht gar nicht weit. Ich glaube, Eisenbarren. Wird ein bisschen kritisch. Ich glaube 12 Stück waren das immer. Und Panzerglas brauchen wir auch ein bisschen. Damit wir entsprechend, ich glaube 25 war für ein Fenster. Genau. Dann lassen wir den das jetzt mal machen. Er müsste eigentlich genau das Eisen dann hier von da oben nehmen. Hat er auch gemacht, wunderbar. Hier, da ist es, genau. Das da auch mal mit rein. Sehr schön. Kies lasse ich jetzt weg. Das muss nicht unbedingt sein. Kann man reinpacken. Muss man aber nicht. Wir sehen, das ist nicht wirklich so relevant. Wichtig war das Eisen. Wir sehen auch hier, das reicht auf jeden Fall aus mit allen Produktionssachen, die hier sein müssen. Und er hat das dann hier sogar schon fertig. Ja, das geht relativ flott, Gott sei Dank. Weil wir müssen echt das Fenster noch machen. Wir haben einen grünen Rahmen genommen. Okay. Grüner Rahmen. Wir hätten, glaube ich, hier so eins genommen, ne? Ja, ich bin der Meinung, das war gleich so ein Zweierfenster. So, das heißt... Ja, sehr schön. Dann nehmen wir das mal hier weg. Achso, halt... Ich habe nicht... Oder war das... Nee, halt. Ich glaube, das war richtig, wenn es nicht invertiert war. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist immer so schwierig, ich komme manchmal durcheinander. Sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Dann muss es das Invertierte sein. Kein Problem. Genau. Halt, nein, so. Und dann müsste das jetzt eigentlich passen. Ah, sehr schön, weil man so von außen ja nicht so viel sehen, ne? Aber ich soll gut rausgucken können. Wichtig. So. Ah, Panzerglas fehlt noch ein bisschen. Ich vergesse nicht, bei denen braucht man etwas mehr Panzerglas, aber ist nicht so dramatisch. Wir haben noch genug Ressourcen. Machen wir hier so, keine Ahnung, 20 Stück. Dann sind wir da auf der sicheren Seite und dann passt das auch soweit. So, Munition 37 Stück. Er braucht echt, aber wir haben schon 70 Stück. Das heißt, wir können das dann auch nochmal an einem anderen Turm dann halt mit reinsetzen. Vielleicht hier vorne auf der Ecke. Also hier bei dem jetzt hier zum Beispiel. Sagen, okay, wir packen hier jetzt erstmal 70 Stück rein.
dass auch hier ein bisschen für den Schutz gesorgt ist. Und wenn dann hier das Panzerglas drin ist, jetzt ist das Fenster schon dicht. Wir sehen, wir brauchen allerdings nochmal 13. Das heißt, nochmal 13 hinterherwerfen. So. Oh, schnell ein bisschen. So, schnell rein. Ist halt schön jetzt gerade, wo es... wenn wir da das Produktivitätsmodul ranhauen, dann ist er noch schneller. Beziehungsweise wäre schön, wenn es da so ein Einsparmodul gäbe, dass die Ressourcen, also dass man weniger bräuchte, ne? Insgesamt zur Herstellung von irgendwelchen Sachen. Das wäre echt extremst genial, aber ich bezweifle, dass es so etwas gibt an der Stelle. Und falls es sowas geben sollte, ist es wahrscheinlich ganz schnell ausverkauft. Ja, kann man sehr, sehr stark von ausgehen. Schätze ich auch. So, dann haben wir hier schnell eine Reihe drauf gesetzt, dass es noch ein bisschen vernünftiger aussieht. Zumindest so weit wie möglich. Wir denn eben noch kommen mit dem bisschen, was wir da noch an Stahl haben. Wir sehen, das war es dann schon an der Stelle mit dem Stahl. Aber gefällt mir, sieht echt gut aus. Klar, vielleicht nicht die wunderbarste Station, die man bauen kann vom Design her. Aber praktisch und ich denke auch mit den Geschütztürmen sollte es gegen die Cyberhounds funktionieren, die es hier gibt. Wir werden ihn noch ein bisschen Munition basteln lassen, denn das werden wir brauchen. Ist der denn ausgestellt, der Reaktor? Es kann sein, dass der aus ist, ne? Sieht fast so aus. Ja, er ist ausgestellt. Gut, aber wir haben Uran da, wenn wirklich was sein sollte. Wenn ich das hier sehe, dann könnten wir ihn anwerfen und dann hätten wir auf jeden Fall genug Power. Kann sein, dass wir ihn zuschalten müssen, wenn die Geschütztürme richtig loslegen, dass das uns zu viel wird. Wir sehen hier, ne, es ist nicht wirklich wahnsinnig viel, was wir da haben an der Stelle. So, ich gehe mal hier auf meine Plattform, das finde ich sehr schön hier oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Abenteuer bei Space Engineers. Euer Mr. Zocker.